Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation erhitzen mit ihren Klebeaktionen so einige Gemüter. Auch der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, scheint genug von den Klimaklebern zu haben. Er hat nun ein bundesweit härteres Vorgehen gegen die Aktivistinnen und Aktivisten gefordert. Als Vorbild soll hier Bayern dienen. Es ist kein Zufall, dass sich die Aktivisten Berlin und nicht München für ihren Großprotest ausgesucht haben, so Wendt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Mittwoch. Demnach plädierte Wendt für eine bundesweit einheitliche Regelung für den Polizeigewahrsam, mit einer möglichen Maximaldauer von 30 Tagen Präventivgewahrsam wie in Bayern. In Berlin, wo die letzte Generation in der letzten Aprilwoche zahlreiche Straßen blockiert, können die Klimakleber bisher bis zu 48 Stunden in Gewahrsam genommen werden. Wendt halte das für erheblich zu wenig. Wir werden die Situation erst in den Griff bekommen, wenn die Strafen härter werden, ist sich Wendt sicher.